Wir spielen zusammen. Ja, hier ist das Zweikampfsofa und wir spielen Sniper Elite Nummer 3. Und das ist der Kasserinenpass, die Mission Kasserinenpass. Und irgendwie ist sie komisch. Wir müssen immer von A nach B, von B nach A, von A nach B. Wir durchqueren die Map immer wieder. Also unnötig. Erst mussten wir uns mit einem Herrn Brauer treffen, der in die Luft geflogen ist. Dann mussten wir ganz woanders hin und jetzt müssen wir wieder zu Herrn Brauer zurück, um seine Leiche zu klauen. Ja, super. Also wir rennen nur von A nach B und von B nach B und überhaupt. Die Mikrophilen, ja. Ich wette mit dir, es ist wieder alles voll mit Gegnern. Sniper. Ja. Oh, das ist hier gleich uns gegenüber, ne? Ja, leider. Da ist er. Ich versuche sie einfach zu markieren. Ey, markier dich. Das ist schon mal. Ja, das ist wieder wacker, ne? Nee, überhaupt nicht. Au! Warum ist die Markierung weg? Hä? Was für ein Metter, ey. Warum schießt die weg? Oh. Au! Ich sehe schon, ich muss da hier jemanden verwurschen. Aber wirklich, das gibt's doch gar nicht hier. Aber kannst du mir mal verraten, warum die Markierung mal weggeht? Ja, auch wenn. So, das hast du jetzt davon. Das macht dich platt, du Sau. Du Hinleger, du. Mein Herzschlag geht wieder. Du bist doch 60, was bist du denn? Die vergeht nicht. Sonst ist das nämlich schon tot. Aber es waren zwei, ne? Denk dran. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Der ist sowas von unfähig jetzt. Wer, du oder was? Nein, der Typ. Jetzt hab ich die Nüsse, nee. Naja gut, von unten in den Kopf. Du weißt, wo es dann durchgeht. Ich will es gar nicht wissen. Erzähl's dir trotzdem, ob du es wissen willst oder nicht. Es waren zwei. Ja, ich weiß. Einen habe ich gesehen. Den habe ich gesagt. So, der zweite ist. Warte, was wollte ich denn? Fernglas, genau. Hm. Tja, viel Spaß beim Suchen, ey. Also, einen habe ich. Ist das ein Dude? Was? Nee, ist ein LKW, okay. Das ist ein LKW. Die legen ja sich ja auch hin und dann ist das ja also auch. Da so ein Gebüsch reinzulegen, ist eine Frechheit, ne? Ja, der lag ja da in dem Gebüsch, das ist echt eine Frechheit. So, ich gehe jetzt ein bisschen raus, dann kann er mal auf mich rumschießen, wenn er möchte. Oh ja, das finde ich gut. Aber er sieht mich. Nee, der, weißt du was, der ist irgendwo anders hingelaufen. Ja, ging sein Bus oder was? Musste er weg? Nee, ich bitte mit dir, wenn wir jetzt sowieso noch zu Brauer müssen, die Leiche klauen, dann hängt er bestimmt irgendwo da rum, um uns dann den Tag zu versüßen. Der kleine Schnuppel, der. Das Gewehr vielleicht? Hm. Ich renne mal zur Leiche. Ich wieder Fallschaden, nicht runterfallen. Nimm einfach die Treppe. Da, ich habe ihn gesehen. Du hast ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen. Cool. Und er ist richtig weit weg. Richtig weit weg. Da ist er. Ach, da ist er nicht weit weg. Aber das Geile ist, auf die Entfernung kann er mich nicht sehen. Aber jetzt sieht er dich. Mich? Schadsalat. Hey, ich habe ihn getroffen. Nein, ich habe auf ihn geschossen. Direkt nach dir. Und da dein Schuss daneben ging, muss es meiner gewesen sein. Das ist sauber. Du bist aber, so eine alte Motte, ey. Aber er ist auch nur unfähig. Also, ich meine. Hallo? Also, er, ich habe ihn unfähig noch geschossen. Der lebt also noch, würde ich damit mal sagen, eigentlich. Also, du bist unfähig geschossen? Ja. Okay. Also, ich wette mit dir, das sind nicht nur zwei. Obwohl in der Animation gerade nur zwei waren. Ach, das sind, wenn das in der Animation so ist, dann sind da nicht mehr. Da sind da bestimmt nicht mehr, ne? Ja, Brauers Leiche, ja. Kann ich hier okay. Natürlich sagen. Was ist das denn für ein Panzer hier? Haben wir den kaputt gemacht? Nee. Wir waren das gar nicht. Aber wir haben schon Panzer kaputt gemacht. Mehr als einen. Ja, also das ist ja für uns ja schon Routineaufgabe geworden hier. Wie ein Panzerknacker. Hui. Was liegt hier rum? Was kann das? Ein Kriegstagebuch gefunden. Hallo, hier waren wir schon. Hast du nicht alles durchsucht? Hast du nicht alles? Du bist ja schon voll vorgerannt. Na. Sniper. Wo? Was? Wer? In dem Turm, wo der Brauer stand. Ah.
Der jetzt wo ist, scheint in der Richtung irgendwo. Kommst du da ran? Ich guck gerade. Hast du vielleicht durchs Fernglas geguckt? Nein, durchs Zielfernrohr geguckt? Ich würde einfach markieren hier. Hättest du ihn wegmachen können, gell? Was ist denn Eiern hier, Junge? Bist du wieder gerannt, oder was? Yeah! Aber ganz ehrlich, oben auf dem Hausdach hilft ihnen seine komische Tarnkutte auch nichts. Die anderen, die sich in die Büsche legen, da wäre ja viel sinnhafter. So, wobei, wir sollten uns nicht beschweren. Ich glaube, wir sollten uns gar nicht beschweren, nein. Hat da irgendwas geschossen gerade? Wo ist eigentlich die scheiß Leiche von den Füßen? Das muss bei dir sein, wo auch immer du gerade bist, weil ich bin nicht so puterrot wie du. Ja, hier auf dem Fummi hat gerade gebumst. Ja. Autsch! Okay. Okay, wo bist du? Du bist ja da und er schießt von da. Gesehen, ich weiß, wo er ist. Scheiße. Ey, die siehst du null. Wo ist er? Oh! Genau vor hier. Und weg. Ach, einfach schön hinzukommen, oder? Er hat mich aber auch null gesehen, Gott sei Dank. Er hat auch mich gezielt, der Windknall. Ja, aber hier. Hallo, ich bin irgendwie 5 Meter neben dir. Aber ich bin durch die Büsche getan. Oh, das kann eine Wirkung haben. Ja. Das hohe Gras hat mich geschützt. Ich bin unsichtbar, solange ich in so hohem Gras bin. Ihr wisst Bescheid. Ja, ich habe noch einen. Hast du noch einen? Ein was? Ja, was wohl? Ja. Habe ich das Raket durch? Ja, zumindest so halbwegs. Du hast ein viel besseres Gewehr als ich, kann das sein? So nah kann ich gar nicht ranzoomen. Du hast nicht richtig getroffen. Na toll, du hast scheiße geschossen. Na toll, ey. Der war richtig. Mano. Geht. Das war nur ein Kill, das war gar nichts anderes. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ja. Nee, das habe ich echt noch nicht gesehen. Sonst stand da immer irgendwie Hodentreffer, isoliert, bla, das war Kill. Also aus 2 macht 5 oder so. Stand am Wechselrot. Oh, da ist wer. Wo auch immer. Die Snipers immer herumlaufen, manchmal hier Loch im Boden hier. Das geht ja ganz schnell, Handgranate rein. Oh. Aber die Reihenfolge darfst du nicht verwechseln, ne? nicht die Handgranate in den Bagger und dann. Kauender Key-Tiger und was? Was? Das heißt einfach, wir haben die Mission geschafft. Punkt. Uah! Wechsel des Öfteren den Standort. Ja, machen wir eigentlich ziemlich oft. So, Kills. Zwischensequenz. Kommt gleich. Mission abgeschlossen. Produktion der Rattepanzer aufgedeckt. Ja. Wir haben, also ich habe einen Nebelwerfer ausgeschaltet. Wir haben Kills. Wir haben bla und überhaupt. Wahnsinn. So. Barnes Mission in Afrika ist also, einen Superpanzer zu entwickeln. Die Ratte. Seine Zerstörungskraft ist kaum vorstellbar, sollte er jemals eingesetzt werden. Aber das Kriegsblatt wendet sich. Die Alliierten haben Tobruk zurückerobert und Walens Versorgungslinien ausgedünnt. Er wird die Ratte fertigstellen wollen, um es sich mit Hitler nicht zu verscherzen. Dank Walens Verzweiflung und der Informationen des Geheimdienstes wissen wir, wo die Ratte gebaut wird. Dies ist der letzte Zwischenstopp. Mit Hilfe des Kampfverbandes werde ich den Flugplatz lahmlegen und die Nachschubversorgung unterbinden. Ich komme aus Richtung Westen und richte mich nahe des Südtors ein. Wenn der Kampfverband seinen Angriff startet, leiste ich Feuerschutz. Wenn sie auftauchen, wird es kein Halten mehr geben. Darum wäre es klug, den Funkturm außer Gefecht zu setzen, damit sie keine Verstärkung rufen können. Wie auch immer, es wird ziemlich hoch hergehen. Dann werdet ihr uns wohl in der nächsten Folge auf dem Flugplatz sehen. Piu, piu.
Ja, super. Ist immer eine schöne Vorschau, ne? Auf die nächste Kommission. So, der Sniper-Elite findet ihr hier. Von alle Abos? Ich will nur eins. Nur ein Abo. Jeder kann ein Abo haben, okay? Nicht zwei. Das ist ja schon. Ihr dürft auch so oft klicken, wie ihr wollt, da drauf von mir aus. Das ist mir aber echt. Dann wäre es ja Abo, nicht Abo. Abo, nicht Abo. Abo, nicht Abo. Bleibt bei Abo. Einmal. Danke. Klugscheißer des Tages. Tschüss.